Hallo meine Lieben und willkommen zu Minecraft Masterbuilders. Wir sollen ein Haus bauen. Wir haben einen Gast dabei. Sag hallo. Das ist der Jerry, der laggt gerade. Wir sollen ein Haus... Ja, du laggst ein bisschen, oder? Rede einfach nicht, dann geht das so. Ich erzähle euch vielleicht heute mal ein bisschen von meinen drunken Stories, denn ich war dieses Wochenende, wirklich dieses Wochenende, so permanent drunk. Am Freitag hatte mein kleiner Bruder Geburtstag. Da habe ich am Abend dann mit meinem Vater noch ein bisschen getrunken. Ist ja kein Ding. Habe ich mit dem ein paar Bierchen gekippt, da war ich dann auch schon, ja, recht angetrunken. Aber noch nicht drunk. Heute, also der Sonntag. Hör auf, red einfach nicht. Dann. Scheiße, was ist mit dem? Heute ist Sonntag und ich habe von Samstag auf Sonntag war ich auf einer Feier vom Kollegen. Der hat einfach gesagt, jo, wie wäre es, wenn wir uns alle mal wieder treffen, wir ganzen Chaoten, und ich war natürlich dabei. Das erste, was passiert, wenn ich die ganzen Leute sehe, werden mir natürlich zwei Weinpullen in die Hand gedrückt. Und was machst du, wenn du unter Freunden bist? Richtig, du säufst dir die Birne zu. Nehmt euch bitte da kein Beispiel jetzt dran, das mag vielleicht jetzt, das mag sich lustig anhören, aber es ist auf keinen Fall cool. Und was mache ich natürlich? Ich sauf mir die Birne zu. Jerry, mach dein Echo weg, was ist denn mit dir? Er leckt wie Sau. Ja, red nicht. Komm, red einfach nicht. Spiel mit, aber rede nicht. Mühe dich einfach. Okay. Und was habe ich dann den Abend gemacht? Natürlich, ich habe mit denen gesoffen, aber richtig viel. Wir haben Jack Daniels und alles getrunken. Also wer es nicht weiß, das ist Whisky, und Whisky brennt, als würdest du Desinfektionsmittel trinken. Wir haben einfach alles quer durchgetrunken. Wir haben so viel Scheiße gelabert, so viel Scheiße gemacht. An dem Abend ist so viel passiert. Mit meiner besten Freundin wir haben die irgendwann abgeholt. Also ich habe die irgendwann abgeholt, da war ich dann aber auch schon recht drunk. Und dann, was haben wir gemacht? Also ich habe die vom Haus abgeholt und habe erstmal nicht mitbekommen, dass die überhaupt da waren, dass sie das Haus verlassen haben. Die gehen direkt an mir vorbei, haben mich extra ignoriert. Da waren die auch noch nüchtern und ich habe das nicht mitbekommen. Und dann, ja, was war dann? Dann bin ich mit dem mitgegangen, dann habe ich das doch noch mitbekommen, hab zum Abend hin ausgenüchtert und dann war da dieses Arschloch, welches ich Freund nenne, und der hat mir dann auch nochmal, der hat gesagt, hier, trink noch was, das habe ich in der Schule gelernt, trinken ist gut, und dann habe ich auch nochmal irgendwie ein paar kalte Muschis getrunken. Also wer nicht weiß, was das ist Wein mit Cola gemischt. Habe ich dann auch noch ein bisschen mit ihm getrunken. Wir sind 4 Uhr pennen gegangen. Ich bin 4 Uhr pennen gegangen. Haben uns noch ordentlich Musik gehört und alles. Dann bin ich 4 Uhr pennen gegangen. Hab mich neben meiner besten Freundin gelegt. Und die hat auch gepennt. Zwischendrin muss ich mich dann nochmal ausziehen. Nicht das, was ihr denkt, Kinder. Sondern ich muss mich ausziehen, weil ihr kalt war und sie hat ihren Pullover nicht gefunden. Dann lag ich da mit offenem Fenster, keine Heizung an. Draußen minus 6 Grad. Und friere da erstmal tot. Und ja, wieso suche ich jetzt unser Partikel nach einer Tür? Dann lag ich da erstmal tot, ja. Ist eine coole Story auf jeden Fall. Also ich bin, glaube ich, dieses Wochenende, ich glaube, das muss ich einfach wiederholen. Das war, glaube ich, das legendärste Wochenende, was ich jemals hatte. Und jetzt kommen die Hardcore-Trinker wieder und sagen, ey, das ist doch gar nichts. Aber Leute, ich habe den ganzen Tag über nichts gegessen, ja. Natürlich ist das was. Wenn du nichts gegessen hast und auf leerem Magen was trinkst, du bist so schnell betrunken, das glaubst du gar nicht. Das passiert schneller, als du gucken kannst. Und ich glaube, mein Haus ist einfach häslig. Oder? Nee, das ist in Ordnung. Pass auf, change ich noch den Ground. Ja, und das war so mega krass. Und ich wollte einfach gar nicht mehr. Jetzt sitze ich hier zu Hause, hab wahrscheinlich immer noch Restalkohol drin und nehme jetzt ein Video auf. Keine schlaue Idee, Leute, trinkt einfach nicht. Trinken ist das Dümmste, was ihr machen könnt. Vor allem an einem Sonntag. Wir sind dann, ihr müsst euch vorstellen, wir sind morgens aufgestanden. Und das Erste, was wir gemacht haben, ist gucken, ob noch Bier da ist. Ey, das ist... Nehmt euch kein Beispiel an, Flo. Richtig. Nehmt euch einfach kein Beispiel. Das ist echt das Dümmste, was ihr machen könnt. Und dann haben wir einfach geschaut, ob noch Bier da ist. Und die ganze Zeit, dann haben wir noch irgendwie was zu essen gemacht. Und bla bla bla. Genau um 12:30 haben wir dann noch Ravioli gekocht. Die wir irgendwie, ja, wir hatten keinen Dosenöffner, da haben wir ein Messer und einen Hammer genommen und haben die scheiß Dose aufgemeißelt, und dann hat meine beste Freundin, der Verlobten des Gastgebers, mal eben, das,
den Löffel geklaut, womit wir das umgerührt haben und hat dann erstmal schön die Ravioli damit umgerührt und hat einfach den Löffel geklaut und das dann einfach gemacht. Und Leute, nehmt euch einfach gar kein Beispiel daran. Kein Beispiel. Ja, gutes Echo. Ja. Nehmt euch einfach kein Beispiel daran. Das ist meins übrigens. Ah, nice. Sieht gut aus. Ja. Tut mir leid, wenn du jetzt nicht die ganze Zeit reden konntest, aber ich wollte die Story erzählen. Und was lernen wir daraus, Leute? Einfach. Das ist einfach. What the fuck? Das ist komplett undingsbumm. Das ist ein Mäh, das ist einfach hässlich. Und Leute, daraus lernen wir einfach, nehmt euch kein Beispiel an mich, nichts trinken, auf keinen Fall. nicht eher, bis ihr alt genug seid und euch das erlaubt wird. Das ist ja mal Eiser Bleeding. Was soll das sein? Ja. Das ist einfach hässlich. Nichts trinken, bis ihr nicht alt genug seid. Und wenn ihr mehr Drunk Stories sehen wollt, lasst doch 50.000 Daumen nach oben da. Dann bei 20.000 Likes verfilme ich die Story. Wurde mir sogar geraten. Ah ja, was gestern auch noch mal passiert ist, wir waren so alle hart drunk und dann meinte einfach ein Kollege so, ey, möchtest du fliegen lernen? Und ich war, jo, klar. Und dann meinte er so, komm, wir machen ein Fenster auf, springst raus, aber anstatt dass du auf den Boden fällst, fliegst du einfach am Boden vorbei, ne? So richtig behindert. Und ich dann so, klar, mache ich, kein Ding. Und hab's dann probiert, theoretisch, ich glaube, ich habe das Fenster nicht aufbekommen, hab mich dann auf den Boden gelegt, bin dann wieder aufgestanden und hab gedacht, ich hab's geschafft. Das ist, glaube ich, nice. Das ist leider gut möglich. Und das Ganze ist, mein großer Bruder ist ja auch mal dabei. Ich trinke ja immer mit dem. Der ist ja auch mal da, aber der verpisst sich ja früh, weil er nur am Zocken ist. Das finde ich sogar ganz in Ordnung, auch wenn es nicht fertig ist. Ich gebe mir jetzt okay. Und Leute, ich kann es nicht oft genug sagen. Nehmt euch kein Beispiel. Und wenn wir, jetzt mal eine ernst gemeinte Anzahl, wenn wir 200 Daumen nach oben schaffen, erzähle ich euch eine nächste Drunk-Story, weil ich habe schon so viele erlebt. Der hat sich, glaube ich, ein bisschen zu viel vorgenommen. Der wollte das ganze Feld füllen. Das war nicht so schlau. Ach ja, und ihr wollt nicht wissen, wie es ist, wenn euch ein betrunkener Flo auf WhatsApp anschreibt. Das wollt ihr nicht wissen. Ey, Leute. Nein, das wollt ihr nicht wissen. Das ist ein Pferd. Geiles Haus. Er dachte an Horse. Er hat bestimmt nicht an der Seite geguckt. Er dachte an so, Horse, Report Building? Okay, komm, Report. Nice. Kein Haus. Och, Leute, das ist ein englischer Server. Hier wird nur Englisch gesprochen. Das steht sogar in den Regeln. Guck mal, das finde ich gar nicht so schlecht, aber er hätte die Bänke so anders machen können und ja. Also es ist jetzt nicht wirklich ein Haus, ich gebe mir jetzt okay. Weil er diese Umgebung recht schön gemacht hat. Er hat halt mehr Zeit in Umgebung als in ein Haus reingesteckt. Mhm. Ich hab allgemein das Gefühl, wieso kriegen die denn alle kein Haus gebaut? Ich meine, ich bin kein Architekt, ne? Aber guck mal, in Minecraft geht's um Hausbauen und wir kriegen alle kein Haus hingeschissen. Mhm. Ich meine, ich bin kein Architekt, aber ich kann wirklich sehr gut bauen, weil ich Minecraft seit dem ersten Release spiele. Und das finde ich aber auch nicht so scheiße. Das ist besser als alle anderen. Da muss ich tatsächlich. Ich habe bei schlechterem It's okay gegeben, da muss ich wirklich ein Gut geben, leider. Und danke. Bitte. Und ich bin kein Architekt, aber ich kann wirklich gut bauen. Und das ist alles Crap. Und ich glaube, ich gewinne. Ja, glaube ich. Ich bin Dritter. Alles klar. Ja, weil deins ansatzweise noch wie ein Haus aussah. Aber schau dir doch meins an, das sieht doch gut aus. Das ist doch nicht mal einfach so ein schönes Witz Haus. Gedacht. Ach, ich hab so durch die Liste gescrollt und hab so gedacht, das wäre das erste, was ich nehme. Lass in die Lobby gehen, freimachen, dass Leute auch reinkommen. Ja, Leute, wie gesagt, wenn euch das gefallen hat, wenn es euch interessiert hat, lasst doch eine positive Bewertung dabei. 200 Daumen nach oben erzähle ich in der nächsten Masterbell das folgende neue Drunk Story. Bis dahin habe ich entweder noch 5.000 weitere bekommen. Oder ich kann euch eine aus der Vergangenheit erzählen und dann würde ich einfach sagen, Entschuldigung, Jared, dass du nicht so viel reden konntest. Ja. Ich hoffe, du hast trotzdem Spaß. Ja. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos. Bis dann, haut rein. Tschüss. Tschüss. Wollte schon sagen, wenn du das Tschüss wieder vergessen hättest, ich hätte dich geschlagen. Junge, du hast gerade in der Aufnahme, die wir davor gemacht haben, du hast nicht Tschüss gesagt, Mann. Ja, ich hab's vergessen. Nur deswegen nehme ich die Aufnahme nicht. Aber die Drunk Story, wie du sie in der zweiten Aufnahme ausformuliert hattest, hat auch irgendwie sich besser angehört, also. Ja, ich hab in der ersten auf jeden Fall nur Scheiße gelabert. Ja. In dieser Aufnahme war das ganz gut und ich hab
Nein, ich muss gerade überlegen, wie ich mich ausdrücke, ohne dass das irgendwie komisch rüberkommt, aber das sind die lowsten Sachen. Das Heftige habe ich gar nicht erzählt. Das habe ich niemandem erzählt. Also, bin ja mal gespannt drauf, was du mir innerhalb von den nächsten paar Wochen in der Nacht oder am Abend dann schreibst. Bin ja mal gespannt drauf. Bin ja mal gespannt drauf, ob es in 9 Monaten mein Kind ist oder nicht. Spaß. Das war nur ein Scherz. Ein Vater, ich habe niemanden geschwängert. Meine Freundin liegt lieber zu Hause und liest, anstatt dass sie mit mir saufen geht. Aber gut. Also es waren zwei Leute wieder in der Lobby, die sich anscheinend nicht geschafft haben, sich freizuschalten. Props an die.